Willkommen zurück zu Space Astronomy. Ich habe mal den Slime getötet und habe diese schicke Statue bekommen. Sie kann nichts. Währenddessen die hier falsch schießen kann, kann die hier gar nichts. Außer weil vielleicht kommen hier gleich eine Armee von Slimes angehoppt. Ich hoffe mal nicht, aber naja. Egal, wir waren letzte Folge dabei gewesen, hier unten unsere, naja, Erzannahmestelle zu bauen. Ah, ich habe was vergessen. Der Scheiß muss auch noch irgendwo hin. Auch wenn ich nicht weiß, warum der noch Cobblestone ankommt, ne? Ja, der gibt überhaupt keinen Sinn. Warum kommt die Cobblestone an? Ich habe da einen Filter eingerichtet. Da ist da einfach noch so viel in der Warteschleife drin gewesen, was da jetzt nicht rausgekommen ist. Naja, egal. Wenn es rausfällt, wir wollten das Kabel hier noch irgendwie ein bisschen hübscher machen. Dazu habe ich mir überlegt, besorgen wir uns mal oben die Säge und Säge von der Coverplatte davor. Dann ist das Ganze nicht mehr sichtbar. Das ist auch eine Sache, ne? Aber wenn man es nicht sagt, dann weiß es keiner. Wir sägen jetzt einen Block in Scheibchen. In ganz dünne Scheibchen. Nur vier Scheibchen und die Scheibchen kann man nicht mehr sägen. Doch, in Strichchen, aber wir brauchen Scheibchen. Deswegen bleiben wir bei Scheibchen. Hallo? Ich habe einen Zombie gehört. Scheinbar nicht. So, also wir brauchen jetzt die Scheibchen einfach dann hier vor. Ne, so. Ne, mehr oder weniger unauffällig. Ist dann da ein kleiner Cut in der Wand drin, muss da keinem erzählt werden, ne? Wenn wir es dann hier einfach weitermachen würden, würde es gar nicht auffallen, aber jetzt keinen Bock zu, deswegen lassen wir es. Und jetzt die Frage aller Fragen, warum kommen hier nach wie vor Sachen an, die nicht ankommen sollen? Um das herauszufinden, müssen wir das Geheimnis des Filters lüften. Ah, hier kommen Sachen an, wir bräuchten noch einen besseren Filter, ne? Wir bräuchten einen besseren Filter. Einen besseren Filter. Wie teuer waren die Filter? Ich brauche am besten die Ender-Filter, ne? Filter. Das sind die gehärteten. Ich bräuchte zumindest die verstärkten oder noch besser die hier. Was kostet ihr? Wie mache ich das? Woraus stelle ich diese Mischung her? Aus Kupfer, Silber. Kupfer, Silber und Redstone. Aha. Gut. Habe ich die noch destabilisiert, Redstone? Ne, habe ich nicht. Okay. Das ist also umständlich, also kein Bock dazu. Was kostet die noch bessere Version? Resonant Filter, Enderium Barren. Ja, haben wir noch Shiny. Haben wir noch Schillende Bach. Ach, haben wir noch, perfekt. Dann machen wir eine Ladung Shiny noch. So, das darüber, das darunter, das da raus. Ach ja, hier liegt noch elektrischer Stahl drin, ne? Der ist auch am Brutzeln vor sich hin. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Welt gucken, ob da echt der Filter wirklich so drüben arbeitet, wie das Ganze eingestellt werden war. Oder wie es funktionieren soll. Weil so wie es gedacht war, sollte ja eigentlich kein Cobblestone mehr ankommen, aber irgendwie tut er das nicht. Ich weiß auch genau warum. Mann, bin ich blöd. Ich weiß genau, warum er das tut. Gott, wir kommen ja jetzt auf. Der Tesseract steht da direkt neben dem Teil. Na klar. Der saugt natürlich auch die Items an, ne? Der nimmt die zwar nicht an, aber er saugt sie ein, ne? Energy-Ding. Jetzt haben wir irgendwo noch ein fettes Kabel. Das bräuchte ich noch ein stärkeres Kabel, ne? Kann man die noch upgraden hier? Kann man noch Upgrade reinhauen? Bitte, bitte? Schade, kann man nicht. Wir machen zwei davon. Müssen wir nicht das Kabel, den Tetherrack per Kabel an das Teil anschließen, sonst klappt das nicht, weil. Überraschung. Sonst der Tetherrack die Hälfte der Items mit einsaugt. Schlauerweise, ne? Ich meine, klar, ne? Was macht der Tetherrack? Er sendet Items. Woher? Links, rechts, überall. Klar, dass er dann auch diese nimmt. Sonst würde das Ganze ja keinen Sinn ergeben. Blöd ist nur, wenn wir das Ganze nicht umbauen, dann passt unsere ganze Kistensortierung hier nicht mehr. Das heißt, wir müssen eine Kiste am besten aussparen. Und das Ding ist schon ordentlich am Arbeiten hier, ne? Also ist schon am Abbuddeln hier, ne? Ist schon so eine Sache. Und wenn nur noch Cobblestone durchkommen, ne? Der Rest schon durchgeht, ne? Also, Moment, soll das abbauen, ne? Der weg, der weg. Eins Kabel. Zwei Kabel. Machen es einfach so, ne? Machen es einfach so. Dann ist es noch etwas kompakter gebaut, von der Bauform her. Der kriegt doppelt den Strom weiterhin. Läuft soweit. Jetzt müsst ihr auch mehr eigentlich rankommen. Und erst das nehmen und dann hier reinschmeißen. Müsste es automatisch drin landen und der dürfte weiter arbeiten. Der hat nach wie vor genug Strom, das heißt, die ganze Angelegenheit ist repariert und funktioniert es soweit, wie es soll. Wie können wir eben gucken, ob wir hier irgendwas Wertvolles noch finden?
andere als wir können die ganze Welt hier zerlegen eigentlich, weil, ne? Vision unsere Welt, juckt ja keinem, was hier passiert. So, während der hier munter am Weiterlaufen ist und jetzt hier nach wie vor das ganze Zeug rausfinden wird, können wir mal oben gucken. Also oben in Overworld mit Sporcher. Oh, ein T-Rex-Helm. Hübscher Hut. Soll ich mal anziehen bei Gelegenheit. Wir müssen mich gucken wegen dem E-System, weil nach und nach werden die ganzen Items jetzt das System fluten, weil wir nicht genug Kapazitäten auf der Festplatte haben. Sprich, wir brauchen noch mehr Drives. Das heißt, in seinem E-System braucht noch ein Upgrade, damit das ganze ME-System auch die ganzen Items packen kann. Weil das ist auf Dauer, glaube ich, voll. Ne? Wir müssen auch die ganzen Kabel am besten noch austauschen, sprich tonnenweise Fluidskristalle herstellen. Jetzt ist die Frage, wie und woher. So, ist hier das angekommen? Das war aus... aus Zinn Aluminium, glaube ich, aus Silber, ne? Ich weiß es nicht mehr. Natürlich kann ich jetzt nicht mehr das machen, weil natürlich, ne? Logisch und so. Das heißt, wir müssen uns eben dieses eine Platinpulver hier nehmen und schmelzen, damit wir doch wieder ein Eierendings haben. Den Barren. Nein, nein. Na. Ah. ME-System, I don't like you. This time. Ja, klar, der backt durch den Weltenwechsel. Schillernder Barren nochmal. Ich hoffe. Das war so, ne? War das doch so? Ja, das war so, okay. 4 davon, jetzt brauche ich Enderperlen, ne? Enderperlen, ne? Und dann habe ich noch Pyrotheum hoffentlich. Ja, perfekt. Ich wollte einen Filter bauen, ne? Ich überlege, ich muss kurz überlegen. Was willst du überhaupt nochmal bauen? Was war das nochmal, ne? Aber ja, es war ein Filter. So, hier kommt jetzt nichts mehr an, was da nicht reingehört. Sprich, Cobblestone, ade. Restliche Stone, das heißt, die landen jetzt nur die Wertsachen, sag ich mal, drin, ne? So, ne? Der Kram hier kann jetzt mal liegen bleiben. Nach und nach dann auch ins ME-System reingepumpt werden. Aber brauche ich eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich gar keinen Filter machen, weil... ne, läuft ja auch so. Na, ich meine, gut. Kannst Yellow Red noch hier einpacken, dass da nicht rein soll, dann da reingeht, aber... was für Erz kommen denn? Da kommt noch, woher kommt noch mehr? Ja, schön, da kommt noch Gold und so raus, ne? Ah, doch, vielleicht kritisch. Nee, könnten wir eigentlich noch eine zweite Etage reinbauen, so einen zweiten Dings hier. Oder die Upgrades-Karten, ne? Können wir hier über Seiten? Redstone Control. Automatische Ausgabe. Braucht der auf jeden Fall. Das heißt, wir könnten einen Redstone Control rausnehmen. Das heißt, wir bräuchten ein Upgrade für die Arbeitsgeschwindigkeit. Sonst könnte die Kiste nach und nach voll werden. Andererseits läuft das Ding auch noch so weit. Naja, lassen wir mal laufen, das Teil. Gucken, was bei passiert. Festplatten. Juhei, meine Lieblingsfreunde. Die Festplatten, ne? Wir erinnern uns. Und hier ist es Nacht schon wieder. Lol. So, also back in the bed und dann mal gucken. Und hat sich mittlerweile irgendwas getan? Nein. So. Du machst immer noch nichts, ne? Nö, okay. Festplatten. Edge applied. Diesmal so ein doppelt P, ne? Ich hab dran gedacht. Mit dem doppelten P da. Doppelten P da, so. Ja, für den Anfang. Da. 6 Stück. Kein Redstone, was? Was? Hä? Blöcke, aber kein Pulver, okay. Daran soll es nicht scheitern, so. Ach, keine Logik mehr. Hä? Lol. Moment, die sind doch hier oben noch drin, ne? Ah, wusste ich doch. Und die sind da drin, so. Komm mal her, mach mal schnell hier ein paar davon, ne? Währenddessen kannst du mir direkt die nächste Ladung machen, weil ich brauche da sehr viel von. Dass wir da alles speichern können. In der Maschinerie, falls nochmal Diamanten wiederkommen, ne? Man kennt das. Dann brauchen wir auch nicht Platz hier. So, Verwendungszweck. Next größere. So. Was fehlt? Das Quarzglas. Wie mache ich das mit Quarz? Sag bloß. Habe ich Quarz hier? Ja, sicher. Nicht mehr viel, aber auch noch genug. Das heißt, wir müssen jetzt mal Quarz farmen. Das kann man auch mal machen, irgendwann. So, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt Enderium-Basis, die ich jetzt noch nicht brauche, weil ich nicht wusste, was ich denn machen soll. Ne? Ich meine, typisch, du machst was und dann so, ja, brauche ich eigentlich nicht, ne? Zwischenquestion, du bist immer noch auf volle Leistung. Okay, es ist an dem Punkt angekommen, wo er Strom gewinnt und verliert zugleich, weil hier halt alles am Laufen ist, deswegen, sonst auch nicht. So.
So, was ist hier unten? Der Tod ist hier unten. Enderperlen en masse. Blaze Rods en masse. Läuft soweit, ne? Gucken wir mal, was wir spawnen können. Mal Essen spawnen oder was. Wir können mal eine Kuh einfach mal ein bisschen Essen spawnen hier unten, ne? Spawnen, ne? Alles klar, so viel Blaze Rods kann kein Mensch verbrauchen. So, was machen wir hier oben? Was ist da gerade am Machen? Der hier ist nicht fertig. Der hier aber auch nicht. Und der ist jetzt gerade wichtiger. Mach mal die hier. So, die reichen, glaube ich, erstmal. Ah, ich weiß nicht, was wir brauchen. Wir wollten das Quarz holen. Boah, ich vergesse mal, was. Ich mache mal 30 Sachen zur selben Zeit und dann irgendwo so. Ach, was war da nochmal? Ach ja, genau, das da war. 52, das soll erstmal reichen, ne? Gut, 42 wäre lieber gewesen, aber machst du nix, ne? Ja, komm. Weil ich es bin. Was fehlt? Ach so. Prozessoren fehlen. Nochmals 9. Nochmal 3. Und die wiederum machen wir jetzt in die großen. Und dafür fehlt das der Diamant. Dafür brauchen wir jetzt was für Schellen? Wir brauchen. Nein, Moment, nicht die. Wir brauchen. Verwendungszweck. Konstruktion. Okay. Gehen wir mal die Construction hier. Construction. So, Construction. Und dann Diamant. Ich brauche mindestens 3. Ja, jetzt mal schön nachdenken. Was brauche ich? 3. Ja, genau. Okay, der arbeitet noch. Störe ich dich mal hier eben. Bist eh am schnellsten. Gib mir schon mal eine neue Ladung Redstone. So, du arbeitest immer noch. Fleißig. So. Machen wir eben die hier. 3 Stück davon. Dann kannst du der Logik pressen. Ich weiß gar nicht, ob wir das ganz fette Festplatte machen wollen, weil eigentlich macht das nicht so viel Sinn. Weil. Eigentlich dadurch der Speicherplatz nicht mehr wird. 16k habe ich ja. Da habe ich nicht mehr Typen zum Speichern. Andererseits brauche ich die auch, glaube ich, gar nicht. Naja, komm, wir nehmen einfach mal die hier. Machen auch daraus mal Festplatten. Ja, gut. Wie mache ich jetzt nochmal Festplatten? Okay, so. Machen wir mal hier 3 16er Speicherplatten. Dann kommen die hier einfach in unseren Schrank rein, ne? Hier sind die 4er, hier sind noch 16er, das heißt, packen die einfach mal hier zu. Die 64k, naja, gut, ist auch wieder blöd gelaufen mit dem Verteilen hier. Ja, pass mal auf, wir machen das anders. Moment, hier sind noch ein paar voll dabei, ne? Wer ist hier voll? Hier sind noch voll dabei. Okay, die 3 vollen kommen dahin und dann kommt der Rest hier oben rein. Das haben wir hier einen Clearen, der noch leer ist. Das heißt, da haben wir Platz drauf. Das läuft alles soweit, das lassen wir mal einfach in Ruhe. Und jetzt können wir gucken, ob wir weitermachen, weil jetzt ist da ja alles soweit gut. Wir könnten also mal uns jetzt überlegen, wie wir den Strom auf den Mond bekommen. Klarer Fall, wir haben Tesseract. Aber du kannst weiterlaufen. Wie genau? Das ist jetzt die Frage. Denn Tesseract ist machbar. Durchaus. Allerdings, das, was hinten reinkommt. Die Kiste ist völlig unnötig. Wir können einfach direkt den Import machen, aber egal. Das ist noch ein Puffer. Ja, stimmt, jetzt kommt der Kram auch hier durch, ne? Naja, kann man mal sammeln, aber muss nicht. Zerdusquatz kann mitkommen. Ja, du willst ihn immer noch nicht haben. Sehr gut. Ich mag ihn auch nicht, Gerät. So. Reaktor, was sagst du? Strom ist noch wieder voller Leistung. Hier kommt langsam aber sicher etwas raus. Ganz ein bisschen Cyanid, aber. Kann man machen, ne? Muss man nicht. So, dann mal gucken. Der Chunk. Wir wollten irgendwas machen, ne? Was wollten wir hier machen? Wir wollten noch hier irgendwelche Geräte craften, die nicht gingen, weil wir keine Ressourcen hatten, ne? Okay, den Deep Storage hatten wir hier fertig. Dafür mussten wir auf dem Mars. Das wusste ich noch. Getting started. Sind wir bei. Unter anderem auch. Machines and Equipment. Endersteinbruch. Macht man auch mal demnächst. Paar Dinger hier. Nicht die Emeralds, sondern die anderen, ne? Ja, komm nicht drauf. Wie heißen sie? Wie heißen die Dinger denn nochmal hier? Die Geräte da. Hier. Diamanten, glaube ich, meine ich. Meine ich das Diamanten? Ich weiß nicht. Schon über das vorausgekommen, was ich am Sagen war, ne? Aber egal, so. Und das Ding können wir auch mal eben bauen, ne? Haben wir die Quest auch fertig. So. Questbuch. Aha, Proceed the Waste. Wir haben nur mal zwei
Was? Plutoniumbarren. Okay. Gehen wir mal zu Anita. Das brauchst du nämlich für die komische Windturbine. Die müssen wir auch noch bauen. Leider. Ich könnte wieder darauf verzichten, aber wir müssen nur bauen, ne? Kommst nicht zu drüben. So, das Ding parken wir einfach mal ganz frech hier drauf. Zack, schmeißen es rein. Und stell fest, dass Wasser braucht. Also holen wir ihm Wasser. Wo nämlich umsonst neben dem Ozean, ne? Ich meine, ne? Wenn du schon hier wohnst, kannst du auch benutzen. Und ist ja die Folge schon wieder zu Ende. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Und ich weiß gar nicht, was heute für ein Tag, wo die Folge kommt. Ich glaube, heute ist ein Donnerstag, oder? Ist heute Donnerstag? Ich weiß es nicht. Guck gleich nochmal nach, ob ich die nächste Folge aufnehme, weil ich wieder so ein bisschen Massenproduction hier nehme. Und deswegen, ne, nicht wundern. Weil jemand nicht weiß, welche Folge gerade ist. Das hat andere Gründe, nicht weil ich verpeilt bin, sondern einfach, weil ich die an einem Tag aufnehme und nicht an drei Wochentagen. Deswegen nicht wundern. So, Quest, ich komme. Quest. So, gib mir die komischen, wie heißen die Dinger? Plutonium. Interessant. Claim Rewards, ja, geil. Und das Ding hier ist, ja, baue die Dinge zusammen, aber nö, das ohne mich. Als nächstes machen wir Fast Traveling und gehen uns dann ein Portal auf den Mond bauen mit ein bisschen Chunk oder Tesseract, ne? Kann machen, würde ich mal sagen, das war die nächste Folge und da fangen wir schon mal an damit. Bis dahin, alle rein. Ich glaube, heute ist Donnerstag. Heute noch einen schönen Donnerstag und bis dahin. Ciao.